Millionen Deutsche wohnen zur Miete, aber längst nicht alle kennen ihre Rechte. Was tun Sie bei Ärger mit dem Vermieter? Welche Erfahrungen haben Sie da schon gemacht? Und wie gut wissen Sie über Ihr Mietrecht Bescheid? Wegen einer nicht funktionstüchtigen Therme, die 6 Jahre lang jeden Winter nicht funktioniert hat. War nicht so schön. Das geht um den Kinderwagen, der nicht in den Hof gestellt werden darf. Also selbst in Ecken, wo eigentlich niemand langläuft und das auch niemanden stört. Also die ganzen Nachbarn wurden schon dazu befragt und die sind alle damit einverstanden. Die stört das alle nicht, weder optisch noch sonst irgendwie. Ich hatte in einer WG, in einer Zweier-WG, hatten wir Schimmel bekommen und der Vermieter meinte, das sollten wir ja selber sanieren, die ganze Wohnung. Und ja, dann musste ich leider einen Anwalt einschalten. Ja, ich kenne meine Rechte und die Vermieterin aber auch. Zuerst das Gespräch mit ihm eben suchen, in vernünftiger Art und Weise. Sich informieren über den Mieterschutz zum Beispiel, dass man eben weiß, was auch irgendwie erlaubt ist und was geht. Ruhig bleiben, sich nicht aufregen und ganz entspannt an die Geschichte rangehen, weil sich aufregen bringt einfach nichts. Da kommt man nicht mit voran. Ja, das stimmt. Das gilt auch für uns, für die Drehscheibe. Die ist hier und dazu herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Aber die Beziehung zwischen Mieter und Vermieter, das ist immer wieder Stoff für kleine und große Dramen. So wie im Fall von Melanie Baumgartner aus München. Seit 18 Jahren lebt sie jetzt schon in der Leopoldstraße in der Innenstadt. Sie fühlt sich herrlich wohl dort und eröffnet sogar ein kleines Geschäft gegenüber ihrer Wohnung. Bis vor 3 Jahren dann ein echter Nervenkrieg beginnt. Der neue Vermieter will sie und die anderen Bewohner nämlich so schnell wie möglich aus dem Haus haben. Und dafür scheint ihm jedes Mittel recht. Bauschutt, Lärm und Dreck. Ein ganz normales Bild in der Leopoldstraße 103, mitten in München-Schwabing. Seit Jahren geht das hier so. Für Mieterin Melanie Baumgartner eine Dauerbelastung. Sie sagt, mit den ständigen Bauarbeiten sollen die alten Mieter rausgeekelt werden. Sie wollen uns hier alle weg haben. Alle alten Mieter aus dem Haus sollen weg, weil wir einfach ungelegen sind. Seit 18 Jahren lebt Melanie Baumgartner mit ihrer Familie in der Wohnung für 850 Euro. Anfang 2012 bekommt sie plötzlich Post vom neuen Vermieter. Modernisierungsmaßnahmen werden angekündigt. Und danach würde die Miete fast 600 Euro mehr betragen. Das ist fast das Doppelte von dem, was Melanie Baumgartner bislang gezahlt hat. Eine Summe, die sich viele gar nicht leisten können. Wir waren wie vom Kopf gestoßen. Wir hatten natürlich auch erstmal Angst, was das jetzt soll. Wir haben vorher keine Infos irgendwoher schon gehabt, sondern sind einfach vor die vollendeten Tatsachen gestellt worden. Alle Mieter im Haus haben das gleiche Schreiben bekommen mit unterschiedlichen Mieterhöhungszahlen drinnen. Und damit wussten wir erstmal gar nichts anzufangen. Dann beginnen die Bauarbeiten. Jeden Tag Lärm, Dreck und Gestank. Bislang wurden allerdings lediglich die Kellerräume ausgebaut. Andere notwendige Arbeiten werden dagegen nur teilweise gemacht. Kaputte Fenster zum Beispiel, die demolierte Eingangstür oder die Schimmelbeseitigung im Keller. Die Mieter vermuten eine Taktik des Eigentümers, der möchte, dass sie ausziehen. Dauerhaft Müll, den man immer sieht, stinkende Dixi-Klos, ständig Bauarbeiten, Baulärm, Bauarbeiter, die hier ein- und ausgehen. Müll, der über Monate nicht weggemacht wird und das seit 3 Jahren immer wieder zum Mögen. Ganz klar, wir sollen hier raus. Wir sind lästig. Nachdem lokale Medien über den Fall berichten, werden die Bauarbeiter dann plötzlich abgezogen. In der Dachgeschosswohnung des Hauses wohnen Karin und Robert Dörner. Das Ehepaar hat selbst über 100.000 Euro in den Ausbau seiner Wohnung investiert. Jetzt sehen die beiden Rentner sich stark beeinträchtigt. Der Aufzug hat immer wieder große Schwierigkeiten. Also wir müssen ja einen Aufzug benutzen und der springt dann von Stockwerk zu Stockwerk. Das wird dann wieder reguliert, aber es ist jedes Mal ein Schreckeffekt. Und das Schlimmste für uns ist also der Dreck in dem Hof. Anja Franz vom Mieterverein München setzt sich schon seit Jahren mit diesem Fall auseinander. Für sie ist ganz klar, hier versucht der Vermieter alles, um die alten Mieter aus dem Haus zu bekommen. Denn sobald neue einziehen, kann er die Mietpreise drastisch erhöhen.
die Mieter müssen die Maßnahmen, die er da durchführen will, nicht dulden. Trotzdem haben wir dem Vermieter angeboten, dass die Mieter also bereit wären, das zu dulden und sogar mit einer Mieterhöhung, nicht die, die er gefordert hat, aber eine geringere Mieterhöhung, das Ganze akzeptieren würden. Aber er ist nicht mehr bereit, mit uns zu verhandeln und möchte das Ganze jetzt offenbar gerichtlich klären lassen. Tatsächlich hat Melanie Baumgartner über ihren Anwalt immer wieder Vorschläge zur Einigung gemacht. Aber der Vermieter lehnt alles kategorisch ab. Zitat: Eine Teillösung findet keine Akzeptanz. Und weiter spricht er immer wieder von einer möglichen Aufhebung des Mietvertrags und einer entsprechenden Abfindung. Entmietung, damit hat der Eigentümer schon öfters Schlagzeilen gemacht. Wir fragen nach. Doch der Vermieter reagiert weder auf schriftliche noch auf telefonische Anfragen. Der Fall wird voraussichtlich erst vor Gericht geklärt werden. Wir hoffen halt, dass es anders ausgeht, dass wir eine gütliche Einigung haben für alle Seiten. Aber für uns, wir wollen einfach hier gerne drinnen wohnen bleiben. Das ist unser Zuhause, das wir einfach lieben und hier bleiben wollen. Bis es zu einer Einigung kommt, wird die Zukunft der verbliebenen Bewohner in der Leopoldstraße 103 weiter unklar bleiben.